Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gehe ich hier einmal in Pagera vom Torastrand Richtung La Romana. Was ist der Grund? Ich möchte mal wieder ein Update machen der Bauausführung im Happy Mark Resort in Pagera, Ortsteil La Romana. Es geht da kräftig voran. Viele haben ja schon vermutet, dass man dort länger braucht als sie geplant. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall, so dass man vielleicht, ja, wer weiß es schon genau, aber im April 2023 dort Teile zumindest eröffnen kann. So sieht das im Moment aus. Der Baufortschritt in diesen Zeiten, wo das Wetter nicht so heiß ist und trotzdem angenehm, wie wir es hier gerade sehen. Gerade mal eine Wolkenlücke. Wir haben öfter hier so einen diesigen Himmel gehabt heute Vormittag. Also ziemlich gemischt das Wetter, kein Regen. Alles in allem ganz entspannt auf Mallorca. Aktuell haben wir hier gerade mal so 17 Grad. Aber wie gesagt, es geht vornehmlich um das Happy Mark, was wir da hinten schon sehen. Hinter der Bar, die auch dazu gehören wird, ist das Happy Mark, geht bis darüber. Mit der schönen Aussicht nachher. Zumindest von den vorderen Zimmern. Ja, die Sonne lugt gerade mal durch die Wolken durch, wie man hier sehen kann am Schatten. Noch ein letzter Blick. Wir wollen uns auch was Gutes tun Richtung Calafonels und dann gehe ich einmal hoch. Hier bin ich angekommen, wohne unter Palmen. Hier ist schon die neue Optik zu erkennen. Das Gelb ist weitestgehend gewichen, viel Weiß.
alles ist eingezäunt, das muss so sein. Auch auf Mallorca gelten natürlich ein paar Vorschriften. Das ist hier das Gebäude, in dem sich nachher auch die Rezeption und ein kleiner Shop befinden wird. Hier auf der anderen Straßenseite links hoch geht es dann auf den Berg. Da kommt eine weitere Bar hin. Also wenn man alles wieder so in Angriff nimmt, wie es vorher war, dann werden da drei Bars oder Restaurants entstehen. Den aktuellsten Einblick, was den Baufortschritt anbelangt, sieht man hier oben gleich. Ich muss mal sehen, dass ich hier eine Lücke im Zaun finde. Hier unten ist das Lebensmittelgeschäft, was dann nachher wieder geöffnet wird, wo man das Nötigste bekommt. Übrigens auch für Strandurlauber hier. Das ist das. Nicht sehr groß, aber die haben alles, was man so braucht. Auch so ein paar Strandutensilien nachher wieder. Hier ist die Rezeption, hier geht's rein. Oh, hier wird gerade angeliefert, hier darf ich nicht stören. Dahin geht es dann hoch, da sind weitere Restaurants. Ja, und hier sieht man schon mal, wie es nachher aussehen wird. Alles ist weiß und die Fassade ist wärmeisoliert. Das heißt, man wird im Sommer weniger schwitzen. Und sollte man in die kalte Jahreszeit übergehen, wird man auch nicht so schnell frieren. Hier unten das Restaurant, was ich schon mal gezeigt habe, das wird auch alles hier erneuert. Und dann einhergehend neu eröffnet. Bin mal gespannt, ob man das Personal halten konnte. Ist bestimmt nicht ganz einfach. Und die Aussicht von hier ist natürlich grandios. Das ist nicht nur für Hotelgäste oder Ressortgäste hier, sondern das Restaurant ist dann für jedermann. Das betrifft natürlich alle gastronomischen Betriebe hier. Hier sieht man noch die alte Farbe, die ich vermute mal nachher verschwinden wird. Da oben, wie es sich nachher gestaltet, die Balkone farblich abgesetzt. Schwarze Geländer, neue Fenster in drin, neue Technik, alles neu. Alles auf dem neuesten Stand. Neue Rohre, Kabel, alles. Hier unten sind dann die Sportplätze. Hier wird dann ein bisschen Tennis gespielt und Fußball. Hier wird Animation betrieben. Das sieht im Moment ganz schlimm aus, weil viele Leute hier ihren Müll einfach so liegen lassen, sag ich mal. Wollen wir heute nicht so ansprechen, wollen wir nicht so uns ärgern. Auch Tischtennis konnte man und kann man hier spielen.
Da drüben die kleineren Häuser, die werden wohl ganz zum Schluss erledigt. Diese dienen überwiegend dem Personal. Personal haben die ja nicht ganz wenig hier. Leiter, Hausmeister und was da alles zugehört. Also hier ist schon einiges, was hier an Leuten benötigt wird, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Schließlich geht das nicht nur hier links herum, sondern ganz oben hoch die Straße noch. Also hier den halben Bereich von La Romana nimmt schon allein dieses ganze Areal ein. Da oben und da geht es nochmal hoch und dann oben links überall stehen dann noch weitere Häuser. Auch da oben hat man schon angefangen mit Wärmeverbundsystemen zu arbeiten. Und hier sieht man, sieht so ein bisschen wild aus, aber die ersten Möbelwagen sind schon hier. Also man bereitet die Apartments und die Zimmer schon vor. Man verlegt hier gerade Rohre. Hier werden noch Treppen angebaut. Ich weiß nicht genau, ob eventuell auch Fahrstühle. Und hier hat man ja später angefangen. So sah das auf der anderen Seite vorher auch aus. Hier stehen noch die ganzen Gerüste. Da, Möbel. Zwischendurch möchte ich mich noch einmal bedanken für die vielen netten Kommentare und die Unterstützung hier auf Georgies Kanal. Darüber freue ich mich riesig. Vielen, vielen Dank. Ja, hier geht es richtig hoch hinaus. Auch Baghera, wie viele vielleicht wissen, ist ziemlich bergig. Überwiegend auf Felsen gebaut. Also gibt es hier gravierende Höhenunterschiede, die das Ganze aber auch sehr interessant machen. Ja, und da ist man schon viel weiter. Da sind die Laubengänge, da vorne, wo es offen ist, da kommen neue Treppenhäuser ran oder eventuell zusätzlich Fahrstühle. Ja, ich hoffe, dieser kleine Überblick, ich werde mal wieder berichten, wenn das gewünscht ist. Ich schaue mal auf die Reaktion, würde mich sehr freuen. Erstmal für hier und heute sage ich Tschüss, Adios und Bye Bye. Freue mich sehr über eure Unterstützung. Bye.